Süßsaure Soße ist nicht nur ein Farbtupfer auf dem Teller, sondern auch eine schöne Abwechslung auf der hauseigenen Menükarte. Lassen Sie sich vom heutigen Gericht überraschen. Grüezi miteinander. Für den Reis werden die Sesamsamen geröstet. Durch das erhalten sie einen intensiveren Geschmack. Das mache ich gerade am Anfang, solange die Pfanne noch sauber ist. Den Sesam jetzt rausnehmen und auf die Seite stellen. Für die Soße braucht es ein Karamell. Dazu Zucker mit wenig Wasser in einer Chromstahlpfanne ohne Rühren aufkochen. Nur bei kleiner Hitze den Zucker mittelbraun karamellisieren. Und daran denken, nicht rühren, nur die Pfanne ein bisschen hin und her schwenken. Jetzt 3 Dezibel Orangensaft dazugießen und den Karamell auflösen. Dann ein bisschen Ketchup, Essig und Sojasauce beigeben. Wenig Ingwer schälen und fein dazureiben. Ein Knoblauchzehen dazu pressen und das Ganze für ca. 5 Minuten köcheln. Das Maizena immer zuerst mit wenig Flüssigkeit anrühren und dann mit dem Schwingbesen in die Flüssigkeit geben. Die halbe Ananas nochmal längs vierteln, den Strunk wegschneiden und dann die Ananas schälen. Jetzt alles in ca. 7 mm dicke Stücke schneiden und bis zur Verwendung auf die Seite stellen. Der Parfümreis wird vor dem Zubereiten gründlich gespült, nämlich so lange, bis das Wasser klar bleibt. Den Reis jetzt abtropfen und zusammen mit dem Wasser aufkochen. Jetzt noch alles salzen und den Reis zudeckt ca. 2 Minuten köcheln lassen. Jetzt die Pfanne auf die Seite stellen und den Reis für ca. 1/4 Stunde quellen lassen. Wichtig ist, dass man den Deckel während dieser Zeit nie wegnimmt. Fischfilet vor dem Anbraten noch schräg halbieren. In einer beschichteten Brotpfanne ein bisschen Brotbutter erhitzen und die Fischstücke jetzt zuerst mit der Hautseite nach oben ca. 2 Minuten anbraten. Dann kehren und fertig braten. Nicht vergessen, jetzt noch die Ananasstückchen in der süß-sauren Soße zu erwärmen. Den fertig gegarten Reis mit einer Gabel lockern und den Sesam dann drunter mischen. Den Fisch jetzt noch salzen und jetzt ist alles fertig parat zum Anrichten. Die süß-saure Soße ist ein Grundrezept und lässt sich statt zu Fisch auch wunderbar zu Fleisch oder als Basis für ein fettiges Gericht verwenden. Heute macht sie den Lachsforellen viele alle Ehre. Auch nächste Woche geht es wieder rund zu und her. Wenn Sie möchten, klicken Sie doch am gleichen Ort wieder rein. Würde mich freuen. Ade miteinander.